Willkommen zurück bei einer neuen Episode zu Axiom Verge. Und mittlerweile weiß ich auch, wo zur Hölle es hier weitergeht. Und ja, man muss auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen dämlich angestellt, was das angeht. Und jetzt stelle ich mich momentan auch wieder ziemlich dämlich an. Das läuft alles nicht so wirklich rund hier. Aber egal. Egal. Wir werden den Weg finden, wenn ich das hier mal nach oben schaffen sollte. Verdammt nochmal. Denn die ganze Sache ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich gewesen, was zur Hölle hier eigentlich zu tun ist. Aber ich war einfach, ja, ein bisschen zu dämlich, um das zu checken. Wobei, was heißt denn dämlich? Ich habe es einfach nicht versucht, das war das Problem. Ja gut, wir müssen hier zumindest mal wieder hoch zur Spitze und wieder an die Planetenoberfläche. So, hier muss ich nicht rein, da muss ich rein. Und hier jetzt einfach mal wieder nach rechts. Ich meine, wir waren auf dem Weg eigentlich schon mal. Ach Gott, das ist ja wieder der. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich im Frieden einfach nur. Genauso wie du da oben. Ach, der kommt auch noch. So, hier sind wir wieder. Muss einfach nur hier wieder durch. Denn die Sache ist, mit dem Disruptor kann ich nämlich diese picke Flüssigkeit da unten. Okay, hier funktioniert das anscheinend nicht, aber es funktioniert trotzdem. Ach, jetzt trifft mich der wieder. Ja, natürlich. Ja, kommt. Mann! Ich hasse einfach alle Gegner in diesem Spiel. Naja, nicht alle, aber besonders die Penner hier momentan gehen mir wahnsinnig auf den Sack. So, hier sollte das ja theoretisch funktionieren. Auch nicht? Hä? Das hat doch funktioniert. Also zumindest habe ich gelesen, dass das funktionieren soll. Man hier diese rosa Pampe wegmachen kann. Na gut, gehen wir einfach mal hier hoch. Denn hier ist ja eigentlich der einzige Punkt, wo das auch funktionieren soll. Ja, hier geht's. So, jetzt kann ich hier stehen und jetzt kann ich hier hochhüpfen, wenn ich nicht so dämlich wäre, um mich davor zu treffen zu lassen. God damn it. Mann, was mir das wieder an HP gekostet hat. Ja, aber endlich geht's weiter. So, ja, natürlich mal wieder Laser. Was denn sonst? So, gib mir das. Ach, da läuft noch so einer. Boah, ey, habe ich keinen Bock darauf. Mann, ich will es aber trotzdem gerne abchecken. Gut. Kann ich mich hier irgendwo durchbohren? Nee, geht anscheinend nicht. Ich weiß auch noch immer nicht, wie ich diesen Pennern hier Schaden machen kann. Momentchen mal. Probiere ich jetzt auch mal, ob das funktioniert. Okay, ich kann ihn mit der Drohne Schaden machen. Das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Positiver ist natürlich, die Drohne lehnt sich einfach immer wieder auf. Also muss ich mir auch keine Sorgen machen, hier irgendwie HP zu verlieren. In die Penner. Denn wenn ich wirklich sterben sollte mit der Drohne, ist es egal. Wird einfach neu aufgeladen. So wie jetzt zum Beispiel. Also alles easy. Hm. Aber hier kann man nirgendwo durchbohren. Also gut. Weiter im Text. Wo sind wir denn nun wieder? Ups. Ich will nicht nach unten fallen. Ach, wo fliegst du denn hin? Hey, wo ist er denn? Da ist er. Ach, noch mehr.
Okay, hier ist mal eine Tür. Wir gucken trotzdem mal weiter nach oben. Oh, und hier ist eine Boss-Tür. Ja, dann gehe ich mal grob davon aus, dass das hier ein Speicherraum sein wird. Tja, es ist wirklich ein Speicherraum. Sehr schön. Na dann, auf zum Bosskampf. Kann ja nicht so schwierig werden. Zumindest waren die letzten paar Bosse eher bescheiden, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Muss man echt mal sagen. Ja, geil. Überraschung. Noch so ein gigantisches, bewaffnetes Monster. Ja, was denn sonst? Wer ist da? Bist du, Devon? Nein, nur ein normaler Typ. Vertrau mir. Ich wollte gar nicht hier sein. Ja, aber Atetos sagt wieder umbringen oder was auch immer. Nicht sicher. Die trage ich nur zur Selbstverteidigung. Genau, ihr greift ja mich immer an. Wenn ihr mich nicht angreifen würdet, würde niemandem was passieren. Genau. Kann nicht vertrauen Atetos. So kann der nicht Atetos vertrauen. Ich dachte, der arbeitet für Atetos. Au. Okay, und wie mache ich dem Mist viel Schaden? Ach, verdammt doch mal. Ich muss mir hier irgendwie was anderes überlegen. Probieren wir einfach mal das hier. Nee, ach Gott, musst du echt so nah an mir stehen? Boah. Wo mache ich denn viel Schaden? Ach, ich sehe da hinten so seinen grünen Bauch. Also da muss ich irgendwie wohl hinkommen. Nee, das hier. Aha. Finde ich jetzt aber nicht so geil. Besonders, weil ich jetzt schon ziemlich viel Schaden genommen habe. Moment mal, wo ist nochmal meine Dingsbums-Waffe? War das die? Atomisierer. Ja, genau. Und trifft aber auch nicht. Ah, doch, trifft sehr wohl. Gut, behalten wir die mal in der Hinterhand. Wieso trifft ihn nicht? Ja gut, dann müssen wir halt doch das hier nehmen. Okay, jetzt schieße wieder von unten. Ich muss eigentlich nur darauf aufpassen, wenn er nach unten geht, dann muss ich drüber springen. Ansonsten kann ich einfach nur geduckt bleiben. Und nichts passiert mir. Manchmal macht er irgendwie auch eine komische Fratze. Weiß nicht, woran das liegt. Nein, jetzt bin ich gesprungen. Oh, der hat auch einen Flammenwerfer. Nein, nein, nicht springen. Was tue ich denn? So, er geht wieder nach unten. Wir springen drüber. Ein Schuss sollte eigentlich noch kommen. Oh, der schießt nochmal nach unten. Ist aber schon eigentlich ziemlich rot. Ich hoffe nur, dass er bald mal stirbt. Und ich halte auch nicht mehr viel aus, was ihm mir nicht so gefällt. Okay, ach, der Flammenwerfer kommt. Ja gut, solange ich nicht an ihm dran stehe, macht mir der auch nichts. So, Schuss, Schuss. Ach komm, jetzt stirb doch endlich mal. Hui, hui. Boah, deine Schüsse werden auch immer schneller. Komm, du bist schon so fucking rot. Mann, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Geh doch einfach nur drauf. Mann. Wie viel muss ich dich denn noch treffen? Nochmal. Ach, scheiße. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, dass er dreimal geschossen hat nach unten. Das war kacke, aber gut. Jetzt habe ich zumindest eine Taktik.
Also sollte der zweite Versuch jetzt eigentlich kein Problem sein. So, die richtige Waffe ist noch ausgerüstet. Das passt. Ach, aber jetzt sind die hier natürlich wieder respawned. Da will ich ja nicht unbedingt, dass die mir irgendwie Schaden machen. Was auch immer diese Teile sein sollen. Irgendwie fliegende Schrems, Krustentiere, irgend sowas in die Richtung. So, da bin ich wieder. Nochmal. Natürlich nochmal. Ach, und er duckt sich wieder. Natürlich. Komm, ah. Doch kein dritter Schuss von unten. Das Bescheuerte ist halt irgendwie ein bisschen, dass die Waffe immer so lange braucht, bis sie ans Ziel kommt. Ach, nicht nach unten gehen. Wow, jetzt startet er schon mit dem Flammenwerfer. Das ging aber fix. Ach, das ist nicht gut, wenn ich so weit wegstehe. Da brauchen die Schüsse einfach viel zu lange, bis sie irgendwann mal ankommen. Oh, jetzt läuft er auf mich zu, das ist auch nicht so geil. Mann, Junge! Ich find's auch momentan richtig beschissen, wie die Kamera ist. Weil ich einfach seinen Bauch nicht sehe. Jetzt läuft er wieder auf mich zu, ey. Fuck, zu früh gezündet. Na, komm, 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 komm. So, jetzt musst du aber bald mal tot sein, oder? Aha, Gott. Der will aber auch nicht sterben. Meine Güte. Ach Gott. Geht mir das schön langsam ziemlich auf die Nüsse. Ach, wieder zu früh gezündet. Mann, Mann, Mann. Das dauert hier aber auch. Und der wird immer fixer. Dieser miese kleine Sack, hä? Echt jetzt? Boah. Jetzt geht er aber immer ganz schön oft nach unten. Bescheuert ist halt, wenn er unten ist, kann ich ihn nicht treffen. Ja, natürlich! Alter, wenn ich jetzt wieder drauf gehen sollte, dann flippe ich aber aus. Ah, komm, wie oft denn noch, bitteschön? Kann doch nicht so kompliziert sein. Mann, diese Schüsse hier sind aber bescheuert, die so nah aneinander sind, dass man einfach nicht zwischendurch springen kann. Ja, endlich ist er tot. Ja, endlich! Dieser hier wollte irgendwie gar nicht kämpfen. Elsenova, was zur Hölle ist hier los?
Atetos Soldaten waren mal normale Menschen. Er hat die Krankheitserreger benutzt, um sie zu verwandeln. Manchmal erinnern sie sich daran, wer sie einmal gewesen sind. Ich habe also unschuldige Menschen umgebracht. Nein, sie waren die, die ihm gegenüber am loyalsten waren. Sie haben ihm geholfen, die Krankheitserreger zu verbreiten. Okay, sie waren also nicht unschuldig, aber trotzdem noch Menschen. Kann ich hier auch durch, ohne sie umzubringen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber Trace, wenn du nur hier gewesen wärst, würdest du sie ungern am Leben lassen. Okay. Also wir haben einfach mal Menschen abgeschlachtet. Na gut, das könnte man als klassischen Fall der Selbstverteidigung abstempeln. Oh, wer bist denn du jetzt wieder? Trace, das hier war Katra Haska. Sie war eine Verbündete von Atetos. Sie versuchte uns zu töten, aber wir konnten sie aufhalten. Also ist sie tot. Ihr seht so unbeweglich aus, wie kämpft ihr überhaupt? Drohnen. Interesting. Das war alles, was wir hatten, nachdem alle tot waren. Und dann hat Atetos selbst diese deaktiviert. Okay, das war schon das Gespräch. Ich dachte, da passiert noch irgendwas mehr. Hallo? Scheint nicht wirklich zu reagieren, hm? Die alte Dame. Oh, da links sehe ich aber... Da kann ich doch mit der Drohne durch, oder? Ist das... Nee, ich glaube, das geht nicht, oder? Und wenn ich von hier aus springe, komme ich auch nicht ran. Upp, nee. Zumindest würde mir auf der Karte hier nichts angezeigt werden, dass ich hier durch könnte. Aber es sieht ja doch irgendwie so aus. Genauso auch da hinten, aber da komme ich sicherlich nicht hin, da ich nicht durch ihren Körper kann. Nee. Ich glaube nicht, dass ich da rein kann, oder? Aber es sieht halt so aus. Na gut, lassen wir das. Gehen wir mal weiter nach oben. Ach toll, jetzt gibt es die auch schon in einer neuen Variante. Die ja mal um einiges mehr aushält und um einiges fixer ist. Ja, toll. Genau das hat mir noch gefehlt. Nochmal zwei Wege. Ja, toll, noch mehr Krustentiere. Den Sprung schaffe ich nicht. Oh doch? Nee. Wie komme ich dann da rüber? Anscheinend gar nicht, ne? Ich könnte mir zwar die Drohne rüberballern, aber ja, was bringt's mir, wenn ich das mache? Der kann mich auch nicht weiter. Mit der Drohne kann ich mich leider Gottes nicht durch Wände glitschen. Und jetzt komme ich wieder hier raus. Wow, Ziwauzi. Das hat sich mal gelohnt. Ach, jetzt ist der wieder da. Ups. Nehmen wir mal... Die macht halt doch ein bisschen mehr Damage, die Waffe. Was habe ich jetzt getan? Achso, die gehören zu mir. Okay. Danke dir. Die Drohnen können uns nun reparieren. Und was jetzt? Es wäre gut, wenn wir sicher gehen können, dass Ophelia repariert ist. Sie hat einen Weg, die Krankheitserreger zu umgehen. Zudem solltest du sie nach Bruch befragen. Das ist der Schlüssel zu all dem hier, oder? Atetos benutzt den Bruch, um euch hier gefangen zu halten und euch langsam zu töten. Ja, unser endgültiges Ziel ist es, Atetos aufzuhalten, das Nebenziel Ophelia zu finden. Aber du wirst Wege finden müssen, sie zu erreichen. Das macht Sinn. Mal sehen, was ich so finde. Ophelia, waren wir schon mal bei Ophelia? War das nicht die, die hier unten war? Oder täusche ich mich jetzt? Zumindest habe ich den Namen schon mal irgendwo gehört. So, diese Drohnen hier gehören ja zu mir.
Ey, Moment mal. Oh wow, was sind das wieder für Teile? Und hier wird mir laut Karte noch angezeigt, dass ich hier irgendwo weiter kann. Hallo, Buddy. Was geht ab? Laut Karte sollte es hier noch irgendwo weitergehen, aber ich habe keine Ahnung wo. Dann anscheinend doch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Hier geht es ja auch nach rechts noch weiter. So, was sind denn das da unten für Mini-Versionen? Machen wir sie sicherheitshalber mal weg. Hey, nicht auf mich gehen. So. Sicher ist sicher. Oh, kann ich eigentlich gleich hier stehen bleiben, wenn ich das schon von hier aus treffe, ist natürlich praktisch. So sollte ich treffen, oder? Ja, sehr schön. Ah, nö. Das ist ja auch noch so ein Laservieh. Aber ich finde es schön, dass wir endlich mal wieder in einem neuen Gebiet sind. Das ist echt schön. Endlich nicht mehr im Kreis laufen. Trifft mich nicht, sehr schön. Gut, jetzt habe ich jetzt auf die andere Seite gelockt, da treffe ich es leichter. Ah, ui, wo kommt Niala her? Irgendwie scheinen mich diese kleinen weißen Tiere aber nicht zu attackieren, oder? So gut rechts hoch werde ich nicht kommen. Das ist eindeutig mal zu hoch. Na, ich treffe sie einfach nicht. So. Natürlich kommt da auch noch einer von denen runter. Komm ich da hoch? Ja, sie. Ah, Scheiße. Okay, da kann ich doch mal. Und vorher will ich aber den hier gerne wegmachen. Ah, da oben kann ich doch sicherlich mit der Drohne rein. Ja, sieht gut aus. Was genau mir das bringen wird, sehen wir in der nächsten Episode von Axiom Verge. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.